Ah, verstehe ich. Wenn ich das critten würde, würde ich ja extrem viel Damage machen. Ich muss echt gucken, dass ich mal auf Crit Damage gehe und dann ein bisschen damit rumprobiere. Juhu, eine Bombe noch. Nie von mir. Bist du dran, schätze können? Tot, sehr gut. Ja, ja, zum zweiten Mal bei euch wahrscheinlich. Bin ich jetzt schon wieder verreckt, ihr Untoten. Will unser Captain Großmann jetzt umbringen? Also sprengen. Das ist mein Dolch. Jetzt nimm das und sehr schön. Und jetzt da? Video! Das nenne ich mal ein Feuerwerk. Aber das war nur zum Aufwärmen. Jetzt wird die Sache richtig interessant. Das nächste Ziel ist das Orianische Knochenschiff, das die Wasser des Morastmeeres verseucht. Das ist eine große Sache. Mit normalem Sprengstoff müssten wir schon für eine kleine Delle den ganzen Laderaum vollmachen. Sehr unpraktisch. Dieser Riese braucht richtig ordentlichen Kavum. Ich habe da zwei Hochleistungsbrandmittel in petto, die wir benutzen können. Juhu. Da ihr mein Vorgesetzter seid, überlasse ich euch die Entscheidung. Wir schicken diesen Kahn auf den Meeresgrund. Ich erkläre es euch, sobald ihr bereit seid. Ich sag mal so schön, ready when you are. So viel zum Orianischen Brückenkopf. Wir werden bei unserer nächsten Mission mehr Feuerkraft benötigen. Es ist genauso, wie ich es Xera immer sage. Es ist genauso, wie ich es Xera immer sage. Die beste Verteidigung ist immer noch, den Feind in kleine Stückchen zu pusten. Ja, die hat er nicht ganz unrecht. Ich bin bereit, es mit dem Knochenschiff aufzunehmen. Welche Wahl haben wir? Das, was wir brauchen, können wir uns entweder von einer freundlich gesinnten Quelle holen oder von einer feindlich gesonnenen. In der Nähe befindet sich sowohl ein Labor der Investur als auch die Crew meines alten Mentors Zopp. Beide sollten haben, was wir benötigen. Ich bin immer bereit, mich zu entscheiden. Also lasst uns das, was wir brauchen, von der Investur holen. Lasst uns mit eurem Freund Zopp zusammenarbeiten. Ja, warum mit Feinden zusammenarbeiten, wenn ich jetzt mit Freunden zusammenarbeiten kann? Viel einfacher. So, das Zeug brauchen wir eh nicht mehr. Sehr schön. Damit haben wir schon mal wieder eine Story Instance abgeschlossen. Sehr gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Das müssen wir nach da. Ah, da müssen wir jetzt hin. Na dann bewegen wir uns doch mal fix dahin. Gucken wir mal, wie schnell sich so ein Dieb bewegt, wenn wir uns in Fight bisschen durch die Ruinen durchmogeln wollen. Hier waren wir ja vorhin in der Story-Instanz auch schon. Ihr seht mich nicht, ich sehe euch nicht. Uncool. Lass den armen Dieb doch mal fliehen. Ich kann doch wohl nichts dafür, dass ihr so schlechte Laune habt. So, hier ist noch eine Wegmarke, sehr gut. So müssen wir ein bisschen nach Osten halten. Zeit, einen neuen Weg damit zu wir gehen. Da mal rüberkommen. Gucken wir mal. Ja.
Da oben ist das Türchen. Ja, geh halt hier lang. Macht ja nichts. Ich vergesse nicht, dass ich ja dodgen kann, um Geschwindigkeit zu kriegen. Die Wegmarke nehmen wir noch eben mit. Die liegt ja eh quasi auf dem Weg. Und umso mehr Wegmarken wir haben, desto besser können wir uns ja später noch fortbewegen. Lass meinen Staub! So, sind wir auch gleich da, also schon mal im nächsten Gebiet gleich. Und dann können wir uns mit seinem alten Freund treffen. Was ist da denn los? Ach, ein Golem Typ 1 ist am Kämpfen. Interessant. So. Der Mahlstromgipfel. So, ach, hier kann man ja rein, genau. Ich hoffe mal, dass ich hier auch weiterkomme, wenn ich hier lang laufe. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Ach ja, hier war auch einer dieser Eintrittspunkte zu dem Jumping Puzzle. Es gibt hier so einen versteckten Garten und da kann man dann hingehen, indem man so Events macht an gewissen Punkten. Dann kann man da so ein Portal freischalten. Dann kommt man dann da rein, dann muss man da die vier Elemente, waren das glaube ich, einmal sammeln und dann kommt man dann zur Endtruhe. Das war eigentlich ziemlich nice. So, die Wegmarke werde ich trotzdem noch eben mitnehmen, die hier rumsteht. Ich denke, der schadet nicht, wenn wir die auch noch mitnehmen. So. Weil dann können wir uns auch da importen, falls wir mal was benötigen. Lass meinen Staub. So, sind wir schon fast da. Sehr schön. Und durch und durch. Hoffentlich seid ihr bereit für schlechte Nachrichten. Ich erfuhr gerade von Sob, dass sein ganzes Team hinüber ist. Hey, ihr redet da über meine Crew. Es wird extrem schwer, sie zu ersetzen. Entschuldigt. Ich bin zu sehr auf die Mission konzentriert. Erzählt uns, was passiert ist. Wir schlossen gerade die Extraktion ab, als Max Anzug verrückt spielte. Er fing Feuer und ließ das Flammenkerngerät fallen. Dann griffen uns die Lava-Elementare an. Wir zogen uns schnell zurück. Wenn ihr euren Flammenkern wollt, dann braucht ihr einen dieser Spezialgolem-Dinger, sonst haltet ihr keine 30 Sekunden durch. Wir brauchen diesen Kern. Er ist das Herz der Sprengladung, die ich bauen will. Na schön, Kommandeur, rein in den Anzug. Gleich wird's richtig, richtig heiß. Juhu. Was könnte doch noch mal Fausthieb? Überall Elementare. Aber Sob hat diese Anzüge extra für diesen Einsatz gefertigt. Sie sollten ausreichend Sicherheit bieten. Aha. Plopp. Boing. Ich hoffe, der Damage ist gut. Temperaturanzeige jenseits von Gut und Böse. Keine Bange, die Anzüge halten. Nice Damage.
Und Feuer. Oing. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ach, eine Wasserfontäne ist natürlich sehr praktisch hier unten. Aber löschen bitte. Oing. Also, der Damage ist echt nicht von schlechten Eltern. Die verfehlt. Und finishen. Und weiter geht's. Ah, der Mensch ist krass. Boing. Und löschen wir dich einmal. Kannst du das machen? Oder so. Wartet. Rührt das nicht an. Ich habe, was wir wollten. Die Temperatur sprengt jede Skala, aber in diesen Dingern sind wir sicher. Halt! Fehlfunktion! Das Magnetfeld des Kerns stört meine Motivatoren! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann das reparieren. Oh Mist! Ein massiver Anstieg der Energiewerte! Was richtig Großes kommt aus dem Vulkan und wohl nicht, um sich bei uns zu bedanken. Ist das so? Das ist schlecht. Ich kann nicht aus dem Anzug, sonst grillt es mich. Ihr müsst allein kämpfen. Moment, ich messe einen massiven Energiestoß aus diesen Flammenkugeln. Das sorgt vermutlich für seine Kohäsion. Schaltet sie aus und das Ding löst sich auf. Ist das so? Hui! Echt? Ich bin nur hier hingesprungen. Geht doch. Und ich bin frei. Holen wir uns das, weswegen wir hier sind, und dann weg hier. Tschuhu. Und raus hier. Dieser Sprung ist echt praktisch. Macht das Ganze so flott, hier rauszukommen. Puh, ich dachte mir, dass es heiß wird, aber nicht so heiß. Danke fürs Raushauen. Immer ich gerne. Halte nur meinem Partner den Rücken frei, um ihm die Chance zu geben, den Flammenkern zu holen. Ihr habt ihn doch, oder? Oh, ich hab ihn. Genau, was wir brauchen, um das Knochenschiff direkt auf den Grund des Morastmeers zu schicken. Dann treffen wir uns da, sobald ich das Gerät vorbereitet habe. Ich muss euch Sierra vorstellen. Werdet sie mögen. Klar. Sie ist auch beim Pakt. Als super, habe ich auch schon 1000 Stück von. Ah, das ist herrlich. Ich sowas brauche ich. Sie fliegt Freunde zusammen. Das Tolle ist, ich darf das jetzt zusammenbauen, das Gerät, klar. Mal die Höhle rein, das ist wirklich ungünstig, müssen wir ein bisschen außen rumlaufen. Jetzt wüsste ich erst nochmal, wie das nochmal war.
Am einfachsten ist, wir gehen am Wasser lang gleich. Das sollte am einfachsten sein. Aber wir schauen mal, wo wir es langkommen. Fress meinen Staub! Ich hoffe, man kommt auf runter. Na. Ah, doch, könnte funktionieren.